So, willkommen zurück zum Lara Croft Friert-Simulator. Wir stehen in der Krankenkrypta eigentlich. War es anscheinend eine Lepra-Kolonie. Ich schätze mal, wenn einmal nur so drei Lepra-Kranke hast, ich habe noch nicht recherchiert, was es eigentlich mit Lepra-Kranken auf sich hat. Wenn du einmal so ein paar Lepra-Kranke da hast, ist wahrscheinlich dein ganzes Krankenhaus eine Lepra-Kolonie. Und wir haben mittlerweile rausgekriegt, dass, nachdem ich die ganze Zeit darüber geredet habe, dass ich mein ganzes Gold immer umsetzen muss, dass ich herausstelle, dass ich gar nicht so viel Gold habe. Vielleicht Haus der Kranken, optionaler Herausforderungsgrab. Wir sehen ein Rätsel mit einer Seilwinde und ein total tollen Equipment, das hier mitten im Regen steht und aus Holz besteht, aber noch vollkommen heile ist. Mit einer Belastbarkeit, mit einem Sprungrätsel. Autsch. Wir können das machen? Wir können dieses Ding hier. Und da passiert gar nichts. Okay. Immerhin können wir Schätze heben, die zum Glück überhaupt nicht erleuchten. Ich kann nicht gucken, was meine Upgrade-Materialien so viel, aber bestimmt was Wichtiges. Da hinten haben wir. Ach stimmt, wir haben jetzt das Kampfmesser. Ich könnte jetzt auch zurück zu dieser Mühle gehen und diese Dingens abreißen. Diese Sowjetflaggen, was ich auch nochmal machen wollte. Eine unglaublich detailreiche goldene Halskette. Von wem sie auch stammt. Sie steht dem Schmuck des Reichs in nichts nach. Wie zur Hölle, also diese Dinger sind hohl. Nee, sie sind nicht hohl. Das sah gerade so aus, als wären die Teile hier hohl. Das hätte mich echt sehr verwirrt. Gut, das gibt es nichts zu entdecken. Diese Platten sind immer so dünn. Also so echter mittelalterlicher Schmuck ist auch immer so auffällig dünn. Okay, hier haben wir einen Haken mit. Kann ich das verbinden? Ein Blatt. Wow. Gut, jetzt können wir mit dieser verbundenen Plattform können wir jetzt tolle Dinge tun, nehme ich mal an. Weil damit können wir nämlich diese Plattform. Wir müssen hier bestimmt irgendwie Wasser rauffallen lassen, ne? Dieser ist ja so wieder so ein Behälter, der die eine. Vielleicht ist es ein zweiteiliges Rätsel, musst du mal lieber ziehen. Okay, wir können diesen Wagen durch die Gegend schieben. Ich weiß noch nicht so richtig, warum ich das tun sollte, aber ich könnte theoretisch. Vielleicht damit er wieder rüberspringen kann, oder? So schön, dass alles andere wie komplett verrostet ist, oder selbst der Stein fällt schon komplett auseinander. Aber der ganz andere Spaß. Okay, jetzt steht der Wagen da und das bringt mir aber. Achso, warte mal, ich kann den jetzt mit einem Seilfall bestimmt mit irgendwas verbinden. Wie zum Beispiel mit einer Glocke. Ist die Frau, was bringt's, ne? Geht denn das Tor hier? Oder kann ich irgendwo noch tauchen? Sieht nicht so aus, als könnte ich irgendwie großartig tauchen. Weil der andere auf der linken Seite ist ja der Rückweg, ne? Müsste ja irgendwie. Guck mal, da oben siehst du, wie das Wasser rauskommt. Da könnte ich. Aha! Das ist perfekt erhalten. Warum läuft das. Achso. Der behält das natürlich nicht perfekt erhalten und deswegen hält er auch nicht. Okay, verstehe. Aber dann können wir da mal zumindest drüber springen. Ich weiß nicht richtig, was es bringen soll, aber wir können es auf jeden Fall erstmal. Hui! Gut, dass es auch alles mal ein bisschen mit Trickert nachrückt. Achso, das andere Ding fällt auch runter. Müsste ich schneller sein, einfach nur? Ganz stumpf. Ich habe mir jetzt ein bisschen Zeit gelassen, aber ich habe immer noch. Hier unten ist das Seil dran, ne? Hätte ich einfach nur schneller sein müssen? Das wäre natürlich extrem dämlich, wenn es halt wirklich nur nach Geschwindigkeit geht. Aber dann wäre es ganz schon knapp bemessen. Oh, ich weiß ja nicht. An sich kann ich ja nicht sofort losspringen, bevor überhaupt das Wasser richtig da ist. Nee. Das wird nix. So schnell kann ich gar nicht sein. Wir haben ja auch noch dieses Fass hier, ne? Das kann ich an irgendwas irgendwie festbinden. Kann ich das noch weiter? Kann ich den Wagen wieder weiter? Also vielleicht noch ein Stück nach vorne? Nee, der steht hier. Das ist welche, wo ich nach vorne rollen können, wenn es komplett sinnfrei ist, oder? Was soll ich denn damit diesen Wagen, Mann? Es wäre auch zu einfach gewesen, wenn es einfach nur nach Geschwindigkeit gehen würde, ne?
Schön, dass die Dinger übrigens genauso, wie sie da an der Wand drin sind, halten. Ja, aber irgendwie... Irgendein Teil fehlt mir hier. Also wenn das da ranzubinden, war anscheinend auch ein Teil des Rätsels. Okay, gut und schön. Aber... Okay, keine Blätter. Vielleicht haben die Pfeile machen können, oder? Wie geht's denn weiter? So. Ne? Ach, denn in den Baumstumpf sind auch Pilze drin. Schön, dass mein ganzes Kleinzeug alles... Das leuchtet nach oben in der Ecke. Dass mein ganzes Kleinzeug schon alles voll ist. Aber... Oder soll ich stattdessen zum Hebel rüberspringen, dem was machen? Das ist ja nicht so der Plan, hat man sich da schnell beeilt durchzurennen. Moment. Komme ich überhaupt zum Hebel durch? Komme ich nicht, oder? Weil ich bin ja viel zu niedrig. Und doch, ich würde... Okay, ich komme nicht zum Hebel durch, weil das Spiel das nicht möchte, dass ich bis zum Hebel durchkomme. Aber rein theoretisch... Müsste es doch eigentlich gehen, oder nicht? Mit Geschwindigkeit. Nee, das geht nicht mit Geschwindigkeit, auf keinen Fall. Aber andererseits, ich muss hier gar nicht mit Geschwindigkeit machen, oder? Ich kann auch von hier aus den Hebel nochmal ziehen. Nein, es ist natürlich so gebaut, dass man den Hebel von hier aus nicht ziehen kann, oder? Haha, diese Schweine. Es wäre auch zu einfach, wenn ich derzeit nochmal die Hebel nochmal ziehen kann. Nicht runterfallen, aber. Naja, das ist die absolute Ecke, die ich dich stehen kann. Menno. Das Ding ist ja auch fest verbaut, dass das gar nicht auf die Idee kommen kann zu springen. Der Hebel ist da. Es würde mir auch nichts bringen, daneben zu stehen, oder? Ich kann hier oben doch auch eigentlich auch nichts machen. Was bringt mir denn dieses dämliche Fass? Da oben ist noch so eine kaputte Seilwinde. Yeah, wir haben ein Vogelnest runtergeschossen. Das wird bestimmt gutes Karma bringen. Hä? Oder hätte ich das vielleicht noch gar nicht machen dürfen? Warte mal. Ich habe eine Idee. Zwar, vielleicht kann ich das Fass an das andere Ding ranmachen. Wenn es oben ist, während ich daneben stehe. Ups. Okay, das war nicht damit. Ich dachte, ich kann das irgendwie vielleicht an das Fass ranmachen, dass das Fass nach oben geht. Weil an sich fehlt mir ja nur die Zeit, das den ganzen restlichen Spaß hier zu machen, weil ich mich rüberschwingen, also weil ich mich halt wieder hochziehen muss. Was ist, wenn ich jetzt hier so hinter dem Fass stehe? Das müsste ich am Vorbeifahren machen, das wäre schon ziemlich... Guck mal, extra diese Kante ist dafür, damit ich gar nicht auf die Idee komme, das zu machen. Ach. Das ist es auch nicht. Oder ist es genau andersrum? Aber das, ich komme ja nicht an diesen Scheißhebel ran. Oder? Ist ja auch viel zu einfach, wenn ich von dir. Kann ich da vielleicht draufstehen? Nee. Das Level ist schon genauso gebaut, dass du das halt nicht machen kannst. Also, dass du es gar nicht erst probierst. Und wie intelligent genau hier diese Wand, die natürlich auch irgendwie natürlich aussieht, da so steht, dass das. Ah, jetzt kriege ich das Vogelnest. Ja, toll, das Vogelnest kann ich jetzt plündern, wo nicht mal was drin ist, was ich brauche. Ja, scheiße, ne? Ich meine das mit diesem Fass hier. Das ist der Rückweg. Und ich habe dieses... Ich habe irgendwie Angst, dass ich mich dieses scheiß Fass irgendwie verschleife und dass es am Ende das gar nicht ist. Dass es nicht bedeutungslos ist, aber sagen wir mal wie ein... Na, wo doch bedeutungslos. Entweder ist es bedeutungslos, aber nicht... Ich kann das Ding ja wieder reinschieben, das bringt ja wahrscheinlich auch nichts, oder? Aber wir sehen, dass es übel langsam durch die Gegend schuckelt, das Ding, ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit um die Wand einrammen kann,
ist wahrscheinlich schon mal gleich null. Die Wand da sieht auch ziemlich stabil aus. Nee, das bringt mir alles nichts. Das ist, ich muss das da schon rausschieben. Was bringt's? Hier rechts ist immer so ein komisches Gestell, das irgendwie diese anderen Fässer, die hier drin ist, irgendwie am oh, ich glitsche durch die Gegend. Die anderen Sachen, die durch die Gegend in der Gegend hält. Aber was bringt das denn hier alles? Es gibt ja nicht mal irgendwo in der Nähe eine Seilwinde, wo ich das irgendwie dran festmache. Ich könnte das ja nicht mal da. Das ist zu weit weg. Ich verstehe das Rätsel hier nicht. Das muss man eigentlich diesen Tomb Raider-Teil echt zugute halten. Also beim anderen Teil, in den Yamateil, dem unseren Ausflug, da waren die meisten Rätsel eigentlich ziemlich einfach. Ne? Da bin ich eigentlich immer relativ schnell durchgerannt. Und alles war überhaupt kein Problem. Aber hier? Beim letzten Grab hier in dieser Sowjetmine? Hier auch schon ganz schön rumgescheitert. Natürlich habe ich noch Schaden genommen. Warum ist das so grün hier? Kann ich das hier mal durchschneiden? Nee. Also es ist auch nicht vorgesehen, dass man das wieder löst, ne? Also es ist halt. Das soll schon genauso sein, wie es jetzt gerade ist. Also könnte ich es ja wieder rückgängig machen, wenn das vorgesehen wäre. Dann könnte ich noch ein Vogelnest vom Baum schießen. Aber ich glaube auch, das ist eher nicht vorgesehen. Ich kann. Muss da tauchen? Es ist mir ein echtes Rätsel, welche machen soll, ne? Wahrscheinlich nur eine Bodenverziehung. Was soll ich denn mit diesem dummen Wagen machen? Das. Warte mal, wenn das Fass runterfällt. Ja klar, warte mal. Ich kann das Fass einfach unten halten, oder? Ich habe mich die ganze Zeit auf das andere Ding hier versteift. Das sollte halten. Jetzt muss ich nur noch darauf. Als ob! Als ob! Oh. Ernsthaft in die falsche Richtung geguckt. Also, ich beschwöre, dass ich nicht mich mit Absicht anstelle wie der letzte Klaus, sondern dass ich wirklich so doof bin. Also, die ganze Zeit gucke nach rechts. Also, ich hatte quasi schon die richtige Idee und ich habe die ganze Zeit den falschen Mist gemacht. Auf der falschen Seite, obwohl die andere Seite vor allem auch viel offensichtlicher und einfacher war. Wo ich dann, nachdem ich das schon selber festgestellt habe, dass die andere Seite extra so gemacht ist, dass man es auf keinen Fall machen kann. Alter, das ist. Ja, das ärgert mich. Also es ist tatsächlich sehr schwierig, sich an solchen Kanten hochzuschieben. Aber irgendwie kann dieses Lara nicht glauben, nachdem sie sich jetzt 20 Sachen so hochgeschoben hat, dass jetzt auf einmal so eine Kante das Problem hier ist, ne? Hey, noch eine Karte. Woo. Neue Dokumente und Wandgemäldeposition. Was haben wir denn jetzt? Ne? Hier gibt es auch noch Zeug. Also genau hier, wo wir jetzt gerade sind. Warum kann ich jetzt eigentlich Blätter? Achso, ich habe ein Blatt gebraucht für das Heil-Dings. Yay, eine Münze. Huhu. Welche direkt reich. Und? Ein alter Kodex. Sieht aus wie eine Abhandlung über die Verbindung von Körper und Geist. Das hilft mir jetzt wie weiter? Schneller Heiler? Aha. Wenn sie Wunsch schnell zahlen, kann sie. Das ist ja toll. Also, ich. Ach Gott, ich will mal Escape drücken, um hier fortfahren soll. Also, ich freue mich natürlich gewaltig über dieses technische Meisterwerk, was ich da gerade freigeschaltet habe. Aber unter mir liegt noch Zeug. Wie komme ich da ran? Ich denke mal, das ist Gold, aber nein, es sind nur wertlose Pilze. Warum Vogel das? Bringt mir halt überhaupt nichts. Hui! Kann ich irgendwie nicht. Ich krieg das Tor hier. Die Tore sehen nicht so aus, als könnte man sie irgendwann in nächster bester Zeit öffnen. Na, wie heißt der Ort hier? Ich gehe mal das Tor. Ich hab doch hier. Basler Krankenstation heißt der Ort. Okay, das notiere ich mir mal eben. Krankenstation. So. Weiter im Text. Kann ich das markieren? Wo ist denn das genau? Guck mal, hier ist so ein Zeichen für noch. Nein, die Pilze interessieren mich überhaupt nicht. Ich habe Dokument. Nein! Ne? Warum ist jetzt die Kamera so hingewitscht? Oh ne, das liegt da oben und ich habe das. Ey, manchmal fühle ich mich. Ich weiß nicht, wie. Da liegt das Montag ist.
Oh Mann, ist das dämlich. Deswegen liegt da mitten um ein Podest. Obwohl, ich habe schon einige Dokumente übersehen, die mitten um ein Podest lagen, ne? Ist ja nicht das erste. Hier muss ich auf einmal springen, weil die Kante kann sich Lara nicht festhalten. Nein, das geht überhaupt nicht. Niemals, nie, nicht. Unsere Isolation lähmt uns. Wir besitzen das geballte medizinische Wissen des Reiches. Ein Jahrtausend des Lernens, wie man jede Erkrankung heilt. Aber hier, am Rand der Welt, macht uns das Fehlen einer einzigen simplen Blume hilflos. Ich kann nicht viel für die Kranken tun. Ich weiß wie, aber ich kann nicht, weil wir uns abgeschottet haben. Diese Menschen und viele, die noch folgen, werden grundlos sterben, nur um unser Geheimnis zu wahren. Ich bete, dass der Prophet recht hat und es letztendlich den Preis wert ist. Naja, Leberrauch auch seit dem 13. Jahrhundert und bereits mittelhochdeutsch aussätzigen Krankheit. Das ist eine chronische Infektionskrankheit mit langer Inkubationszeit, die durch das Mycobacterium Lebra ausgelöst wird, also eine Pilzerkrankung. Eine auffällige Veränderung an Haut, Schleimhaut, Nervengewebe, Knochen verbunden ist. Die mykoskopischen Nachweise brachte 1873 der Norweger Gerhard Amauer Hansen, nachdem die Krankheit auch als Morbus Hansen oder Hansen-Krankheit, englisch Hansen's Disease oder Leprosy bezeichnet wird. So, ist meldepflichtig übrigens. So, ich überlege gerade. Im Mittelalter wurde Lebra auch Lazarus-Krankheit genannt. Zur Illusion Absolut der Lebralösen wurde ins außer der Stadt Siechenhäuser genannt, auch Sondersiechenhäuser errichtet, die auch Lazarus-Haus genannt wurden. Deshalb habe ich heute in Frankreich einige Vorstände Saint-Lazaret und in Italien Saint-Lazarazzo. Den gleichen Ursprung hat das deutsche Wort Lazarett. So. Therapie. Grundsätzlich gilt Lebra heutzutage als heilbar. Zwischen 1995 und 2015 wurden weltweit fast 16 Millionen Patienten geheilt. Was? Oh. Aber nicht gerade wenig. Erste pharmakologische und hier rennt es. Die Chemikerin Alice Ball fand 1916 einen Weg, das Öl der Kaulmoorgraspflanze zu extrahieren, das zunächst erfolgreich eingesetzt werden konnte. In den 1930er Jahren hatte das Bakterium jedoch Resistenzen entwickelt. Ein Durchbruch in der Lepra-Therapie gab es 1940 Jahren durch die Sulfonamid-Therapie. 1947 führte Dr. Robert Conchon, das heute bedeuten allerdings nur bakteriostatisch wirkende Antibiotikum Dapsone in die Therapie ein. Es ist also nicht komplett, also das ist, also so dolle heilbar ist es gar nicht. Also es gibt eine Kombinationstherapie aus den 70er Jahren mit Antibiotika, aber so richtig geil ist es nicht. Augentropfen und Salben sind gegen Augenausdrücken. Also, das Ding ist, also ich dachte irgendwie, das wäre leicht zu behandeln. Dazu fragst du ihre Arbeit wirklich aus. Aber das ist so, wie sich das jetzt gerade anhört, was ich gerade so lese, reicht es halt überhaupt nicht irgendwie. Es ist doch nicht ganz so easy Mode zu heilen, wie ich das ursprünglich annahm. Oh. Ich hatte irgendwie gedacht, dass man Lebra relativ einfach heilen kann. Na gut, haben wir wieder was gelernt. Ich hoffe, ihr könnt mit der Erkenntnis was anfangen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten wieder, wenn es dann wieder heißt. Lars Croft Abenteuer im Dunkeln. Macht's gut bis dahin. Ich wünsche euch was.